Ciao zusammen, ich bin Jörg, euer Griechen-Jedi und heute wird's richtig geil! Und das nicht nur, weil unsere Saison mit den SL Tigers endlich in die nächste Runde geht. Oh nein! Und das liegt einfach daran, weil es heute richtig geile Matches wird geben. Im ersten Match treffen wir auf der HCD und im zweiten Match auf der SC Bern. Muss ich da zu diesen Paarungen noch mehr Worte verlieren? Ich denke es dir, wenn dir das Ganze auf jeden Fall gefällt und du möchtest noch weitere Folgen sehen von unserer Karriere, zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu diesem Video. Ich habe in den letzten Saisons immer so eine Frage der Folge gemacht, denke heute. Können wir das auch wieder mal endlich machen? Und zwar möchte ich von dir wissen, was denkst du, wer wird in dieser Saison Torschützenkönig? Währenddem du dir dazu Gedanken machst oder allenfalls bereits den Namen reinschreibst von dem Spieler, labere ich da irgendwelches sinnloses Zeug, denn ich weiß gar nicht, was sagen. Und am besten höre ich auch einfach auf und wir starten in eine Action auf dem Eisfeld. Los! Und somit herzlich willkommen zum ersten Match von dieser Erfolg. Und ich bin ehrlich, wenn wir sollten mal eine Niederlage reinholen, dann von mir aus jetzt gegen der HCD. Da würde es mir etwas weniger wehtun. Trotzdem will ich da natürlich gewinnen. Das heisst, wir müssen auch gut verteidigen und noch besser angreifen. Vielleicht jetzt gerade hier mit dem Angriff. Nein, schade. Oh, jetzt wird es heikel. Jetzt greifen sie das zweite an. Machen das sehr gut und unsere Goalie noch besser. So. Achtung, 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 habe ich doch gesagt. Oh mein Gott, der Schiri gibt den Treffer nicht. Wie glücklich, wieso gibt er den nicht? Keine Ahnung, hauptsächlich da ist ihm reingefahren. So schön, dass wir jetzt so Glück hatten. Gefährliche Chance habe ich nicht, aber ich kann immer wieder mal ein Bulli erzwingen. Und jetzt gewinnen wir es auch. Da kommt der Schuss und der Goalie pariert. So, wir sind im Gegner schon Drittel. Aber schaut das an, wie eng das ist. Jetzt kriegen wir die Chance. Jetzt schiessen wir auch. Aber wir schiessen auf den Goalie. Oh yes. Komm, noch schnell ein Goal machen. Nein, doch! Was haben wir denn für ein Viertel, dass wir den Abpraller kriegen? Kurz vor der ersten Pause in Führung gehen. Yes! Und diese Führung tun wir jetzt in unserem zweiten Drittel ausbauen. Nein, der pariert das. In der Fuß macht da Druck und Tote, aber zum Glück machen sie noch kein Goal. Und das bestrafen wir jetzt, indem wir nämlich unser zweites Goal machen. Nein, Metall! So, jetzt sind wir im gegnerischen Drittel drin. Lassen wir die Scheibe perfekt laufen und geben einen perfekten Abschluss. Nein, der Abschluss war scheiße. Da wo ist mein Überzahlspiel? Sehr viele Sekunden haben wir schon können abschaffen. Jetzt müssen wir auch noch die letzten paar Sekunden herkriegen. Aber der Wose, ja, oh mein Gott, Goli. Nein, 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 nein. Nicht raus, nicht raus. Schön, Goli. Schaffen wir im letzten Drittel unseren Sieg zu sichern. Ich probiere es auf jeden Fall mit dem Schüssli. Jawohl, Schüssli. Und darum geht es auch nicht rein. Nein, scheiße, ich bin mir sicher, dass wir da haben. Jetzt haben wir die Scheibe. Und jetzt können wir auch führen. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, vernaschen wir den. Und jetzt auch noch ins Goal. Nein, Mann, nein. Wir müssen es aussehen, müssen wir den Standschuss probieren. Nämlich von da. Was kann ich sagen? Wir müssen den Standschuss probieren. Und es hat geklappt. 2:0. Jetzt, verdammt wichtiger Treffer. Wir können Überzahl spielen und sind im gegnerischen Drittel drin. Nochmal den Standschuss, aber das noch kein Goal. Schöner Check. Pass hinter, Pass über. Wieder so. Zack. Ah. Jetzt an ihnen, damit wir ablenken. Nein. Doch. Die machen das selber rein. Wie dumm sind die. Die Scheibe hätte niemals rein müssen. Aber wegen dem Eigengoal. Aus meiner Sicht Eigengoal. Führen wir jetzt mit 3:0. Der Wos muss jetzt so schnell wie möglich ein Goal machen, wenn sie noch eine kleine Chance möchten haben. Und sie geben alles. Sie geben wirklich alles, aber auch wir geben alles. Das schaffen sie niemals, auch wenn sie jetzt ein Goal sollten machen. Schön dazwischen und nochmal unsere Goalie. Wir schaffen noch den Shoutout. Wir schaffen den, jawohl, schön abfangen. Schieber nehmen und führe nochmal einen Schuss abgeben. Scheiß Schuss, aber das war's. Wir gewinnen den Match mit 3:0. Yeah. Ich freue mich natürlich, weil wir da gewonnen haben, aber auch innerlich bin ich traurig, weil wir den HCD geschlagen haben. Also die Mannschaft, die ich sonst im echten Leben supporte. Und jetzt gehen wir aber in einen anderen Match gegen den SC Bern und der Match wird sicher auch wieder richtig geil. Es kann losgehen. Zweite Match. Wir gegen den SC Bern, also eine Mannschaft, die verdammt stark ist. Wird das unsere erste Niederlage geben nach 60 Minuten? Ich hoffe es natürlich nicht. Aber wir gewinnen für das auch kein Bulli, das ist gar nicht gut. Okay, der SC Bern hat das Spiel hier richtig gross auf, sehr schön abgefangen. Jetzt unser erster Angriff, komm schon. Passen. Nein, aber wir kriegen einen Nachschuss, aber die Scheibe geht gleich nicht rein und der Pass, was ist das für ein Pass gewesen? Wir kriegen einfach keine Chance, die nächste Chance, egal wie sie wird. Wir müssen die verwerten. Oh, jetzt könnten wir eine Chance kriegen. Jetzt
könnten wir eine Chance kriegen. Und wir kriegen sie und nutzen sie auch gerade. Yes, 1-0 gegen der SC Bern. Yeah, geil. Jetzt müssen wir die Führung einfach lang halten oder noch besser ausbauen. Aber schaut, was ihr SCB da druckt und unseren Goalie pariert, yes! Wir brauchen noch ein Bulli-Goal für die heutige Folge. Und da kommt es nicht, weil es der Pfosten ist. Nein, Scheiße, der Jack kommt ihn an. Und dann ist Schieber noch drin. Nein! 1-1 Ausgleich. Und dann kommt noch rechtzeitig her zum Checken. Es hätte nicht wollen sein. Und da ist der Ausgleich. Scheiße, Mann! Wir brauchen unbedingt wieder eine Chance. Aber wir kriegen sie nicht. Oh mein Gott, zum Glück trifft der Schieber nicht. Wir werden jetzt aber treffen und nämlich das Goal. Komm schon! Komm schon! Komm! Nein! Mann, nein, nein, nein! Wir können perfekt ins zweite Drittel starten, nämlich mit einem Powerplay. Wir gewinnen auch das Pulli. Schuss kommt, aber in der Fanghändchen. Nein! Zweiter Versuch. Pulli wird wieder gewonnen. Das muss Slapshot. Und der sitzt, der Slapshot. Yes! 2-1 im zweiten Versuch. Jetzt klappt's. Pulli-Goal ist da. Yeah! Ach du Scheiße. Fuck. 3-1. Also wir sind gegen den Goalie. Und unser Goalie saved das. Oh, Scheiße, das haben sie aber jetzt richtig geil gemacht. Und da ist wieder der Ausgleich zum 2-2. Scheiße, nein, das habe ich doch nicht wählen, Mann. Oh mein Gott, komm, das nutzen wir. Jawohl, und wie haben wir das ausgenutzt? Denn yes, G-Man's verloren und wir nutzen das aus und gehen wieder in die Führung. 3-2. Das Heftige ist, wir haben es sogar noch in Unterzahl gemacht. Oh mein Gott, fast der Ausgleich wieder kassiert. Also wir haben ja gelernt, ein einziges Goal langt nicht. Also brauchen wir noch ein weiteres Goal. Und das ist noch nicht da. Auch gepasst, SC Bern. SC Bern tut da wie Schweine. Und ich kriege die Scheibe nicht, aber unsere Goalie hat sie. Wir müssen es einfach verhindern, dass sie ausgibt. Wir müssen es einfach verhindern. Goalie macht das auch. Nein, Scheiße. Schön, Goalie. Jawohl. Momentan tun wir uns sehr neutralisieren, aber der SCB ist schon gefährlicher als wir auf jeden Fall. Weil sie machen immer so riesen Pässe und irgendwas wenn Kunde so eine Passstaffette einfach perfekt durch. Und das war der Fall. Ausgleich 3-3. Nein, Mann, Scheiße. So, wir haben die Scheibe. Jetzt müssen wir einfach einen guten Distanzstoss herkriegen. Aber wir kriegen sie her. Jetzt haben wir die Chance, um wieder in Führung zu kommen. Wir können nämlich Powerplay spielen. Wir gewinnen auch das Pulli. Wir ziehen von hinten ab. Abpraller, nein, kriegen wir nicht. Leider haben wir unser Powerplay nicht können nutzen, aber wir greifen jetzt wieder endlich an. Und wir erzielen das Goal. Im Powerplay nichts stand kriegt. Jetzt ein Angriff und wir erzielen Führung. Wieder ein glückliches Goal, aber ein riesen Bock vom Goalie. Aber eben, du kennst so, wir schießen drauf. Denn du weißt es, mir ist es scheißegal, wie wir einen Sieg holen. Hauptsache, wir holen ihn. Und jetzt hier ins leere Goal. Jawohl, ins leere Goal erzielen wir die nächste Kiste zum 5-3. So, und jetzt haben wir sogar noch die Chance für 6-3. Komm, rein damit. Jawohl, auch die Scheibe ist rein. 6-3. Viel zu hohes Resultat, aber immer. Hauptsache Sieg und egal wie. Sieg ist Sieg, yes. Und ich bin jetzt einfach so Ego. Ich lange für die 3,9 Sekunden den Controller nicht mehr an, denn das war's. Wir gewinnen den Match gegen den SC Bern. Was ist das für eine kranke Partie gewesen? Hey, Führung. Und am Schluss 6-3 Siege. Yes, einfach nur geil. Und ich hoffe, dass du es genauso geil gefunden hast. Die heutige Folge, die jetzt leider zu Ende geht. An dieser Stelle danke jedem Einzelnen, der mich supportet, mit einem kostenlosen Abo und natürlich auch meine Videos jeweils mit einem Daumen nach oben. Und wenn du einer von denen bist, der meinen Channel abonniert hat, immer den Daumen nach oben da lassen, dann lass mich das wissen mit einem Kommentar. Hashtag Ibinz. Ich hoffe einfach sehr viele Kommentare gesehen von Hashtag Ibinz. Denn das würde mir eine richtig grosse Freude bedeuten, dass ihr die Videos auch von mir so geil findet und auch von A bis Z durchschaut, ohne skippen. Jedoch wie gerade erwähnt, sind wir jetzt am Ende vom Video angekommen. Ich bin somit raus. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao.